Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Blitz und Donner im hohen Norden gegen. Unnachgiebiger Rotäugiger. Drache. Es ist wieder was Neues im Solo-Modus da. Ach, keine Ahnung, wann ich damit dann anfange. Genau, die nächste Season ist da. Es gibt jetzt auch noch einen Rang, der weiter höher ist im Ranked. Bei dem ich nicht weiß, wann ich den kriegen kann. Wann ich es hinbekomme, da hochzukommen. Um mir dann den Okay. Kram da wieder zu holen, den man da kriegt. Also bis Platin schaffst du es ja locker. Frage ist eher danach. Das Problem ist, ich spiele nicht aktiv genug eigentlich. Und ja, ich bin mir nicht sicher, wie gut mein Deck eigentlich ist gegen den höheren. Und aktuell ist das Event, wo man zwei Decks auswählen kann für Erster und Zweiter. Was ich ein interessantes Konzept finde. So. Danach kommen, glaube Na ich, wieder gut. Leihdeck-Events, oder? Oder zumindest eins. Oder ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Reihenfolge in den Teilen war. Auf jeden Fall kommt ein Leiter-Event innerhalb dieser drei Events. Ich schätze, jedes Wochenende ist wieder eins, oder? Oder war das unter der Woche? Du hast ja viele ADK. Wo kommt die her? Ja. Greif mich doch mal an. Ich habe hier noch zwei Minischnitzel neben mir liegen, aber ich bin satt. Ach, Mensch. Naja, wärme mich nachher auf. Ja, das Schöne ist, deine Effekte zur Zerstörung basieren ja auf ATK. Solange ich mehr habe, kannst du mich nicht einfach zerstören. Und der ist nicht stark genug. Knapp. Ja, hättest du den 7er geschafft, ohne den permanenten Zauber zu nutzen, dann könntest du ihn jetzt tatsächlich noch so sehr boosten, dass du stärker wärst. Warte mal. Da habe ich gerade gezogen. Ah, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich gerade gezogen durch den Draw, den ich bekommen habe, dadurch, dass ich den Dingens abgeworfen habe. Mit dem Effekt. Ja, gut. Hat der Friedenseffekt? Was kommt jetzt? Eine Handtrap! Bitte was? Miau. Wo ist hier eine Katze? Achso, sorry, falsches Geräusch. Tut mir leid, Soundboard nicht gefunden. Du bist ja einer. So. Ja, ist gut, dass ich den hatte. Was? Gut, dass ich den hatte. Ach so. Ja, Ja, jetzt ist der wieder da. Jetzt kannst du ihn nochmal. Warte, was machst du überhaupt? Falls die Schadensberechnung durchgeführt wird und diese Karte daran beteiligt ist, am Ende der Battle Phase, du kannst deinem Gegner Schaden in Höhe der Grund-ATK dieser Karte zufügen. Da musst du aber ich aber, muss erst glaube ich, anhalten. gewinnen können, was du aktuell nicht kannst. Das stimmt wohl, du bist leider recht stark. Aber ich kann fusionieren. Okay. Und es schade ist. Ja? Was passiert? Ich mach's einfach. Die rotäugige Fusion. Gerade gezogen. Der ist Stufe 4. Okay, dann werde ich die benutzen müssen.
Der da braucht. Was? Wie funktioniert das denn? Was? Der braucht einen Krieger. Was? Wieso darf ich den auswählen, wenn er einen Krieger braucht? Du kannst doch Karten vom Deck nehmen. Oh! Und das erklärt. Ja, der ist halt shiny. Der hat 2,8, der andere hat 3,5. Also so gesehen wäre es jetzt schlauer, den zu nehmen. Ja, rotäugige Fusion ist auch eine Karte, die du mit Werte millen kannst und dann kannst du einfach was beschwören. Ah, das ist gut. Weil es ja vom Deck geht. Aber ich... Ne, warte, oder? Ja doch, Werte kann Karten millen, die Fusion heißen. Darf ja Poly und Fusion millen. Was, glaube ich, nicht so ganz durchdacht war. Okay, ich nehme den Schwächeren. Welchen Krieger will ich denn nehmen? Den oder den? Vor allem ist dann, glaube ich, die Restriction irrelevant, oder? Dann behalte ich ja die anderen Monster. Noch cooler als... Das geht ja nicht. Schau mal, wie hübsch. Glänzt. Okay. Einer wollte euch Monster einen Angriff dekartiert. Du kannst ein Kriegermonster in deinem Friedhof wählen. Was ist das aus? Und er hat einen Schnelleffekt. Aber nur wenn er was ausgerüstet hat, sehe ich das richtig? Oder. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, oder die. Ja. Ich muss erst eine ausrüsten. Als eine Ausrüstung gerade. Okay, so weit will ich es nicht kommen lassen. Ernsthaft jetzt? Ich kann das nicht einmal machen. Ich kann ja nicht angreifen. Er würde ja sterben. So ein Arsch. Ja, nicht, dass du noch eine Ausrüstungszauberkarte auf deiner Hand hast. Nicht, dass du nochmal so Krallen hast, wer weiß. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube sogar, diese Restriction, dass man nicht Normals sammeln kann, die wäre sogar nicht da, wenn man Wörter nutzt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich darf nicht mehr beschwören? Scheiße. Ja, das war deine Fusionskarte. Toll, ich hätte also vorher den 7er. Naja. Ich glaube, da hättest du es nicht aktivieren können. Das ist ja das. Du kannst ja nicht beides machen. Oh, das ist gut. Dann machen wir das jetzt heute mal so. Du hattest sogar eine Ausrüstungszauberkarte, ne? Also. Ja, ich hatte von Anfang an beide. Und erst habe ich es bereut, dass ich nur eine benutzt habe, aber... Jetzt hoffe ich, dass du nichts mehr tun kannst, um mich aufzuhalten. Toll. Guck mal, wie tiny er jetzt ist. Ganz süß. Ja, okay, du hast gewonnen. Ich komme ja unmöglich über den drüber. Du musst ihn in der nächsten Runde nur einmal boosten. Habe ich Zerstörungseffekte in dem Deck irgendwo? Achso, der hatte 4 gewürfelt. Hallo, ich wollte ein bisschen lesen. Ah ja, dann könnte ich... Das bringt mir halt noch nicht so viel. Das ist ein bisschen kacke. Warum ist der Empfänger, wenn der auch Empfänger ist? Wie macht das nicht so viel Sinn? Da eine Zauberfalle. Naja. Habe ich schon genug ADK? Kann ich rechnen. Baute jetzt sogar genauso viel. Okay, keine Ahnung.
glaube auch nicht, dass ich wirklich mehr ADK kriege. Ah, so ein Mist. Ah, komm, beschwören wir den. Wofür wird der überhaupt immun dann? Nur Gammzerstörung, und ich glaube, das hätte ich eh nicht hinbekommen. Nur Kampf. Okay. Ja, gut. Okay, ein Ei. Ich kann noch eine Truhe freischalten. Creeper kriegt ein Schneeball ins Gesicht. Dann sammeln wir das hier. Hast du da so viel Auswahl? Ich suche was, womit ich nicht nächste Runde verliere. Also du hast deine Normal schon verbraucht, also kannst du von niemandem den Effekt benutzen. Ja, das nicht. Ah, Mist. Musste ja gar kein Monster mehr ziehen. Hä? Ja, ist nicht vorbei. Wieso muss ich überhaupt ein Monster ziehen? Achso, du meinst, weil... Das ist, glaube ich, egal, oder? Na, spätestens jetzt ist es egal, Mann. Zwei oder mehr. Ja, eigentlich müsste ich einfach das hier machen können. Was? Was? Was ist das denn? Ich wusste nicht mal, dass der einen Effekt hat. Den Effekt hat der schon immer. Den hab ich öfters bei dir benutzt und du bist irgendwie immer verwundert. Nee, den habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Noch nie ich gesehen. Hab das Deck öfters benutzt. Den Verbannungseffekt von dem hast du noch nie gesehen. Yep. Ich habe noch nie Karten von dir damit verbannt. Richtig. Keine Monster, wo ich eigentlich zu schwach war und nur so das Monster wegbekommen habe. Genau. Das ist noch nie passiert. Ja. Ich bin mir unsicher, ob du ironisch bist, ehrlich gesagt. Inzwischen schon, aber am Anfang dachte ich mir, habe ich echt nicht. Der ist sowieso gewonnen, weil du ja dran gedacht hast, dir ein drittes Monster zu besorgen. Ich meine, die Karte hat er ja schon auf dem Feld. Ja, wenn du diesen Effekt jetzt nicht gehabt hättest. Hatte gehofft, du lässt ihn in Defense. Und liest dir meinen Babydrachen nicht durch. Und weiß nicht, dass ich dann noch ein Monster holen kann. Hä, warum soll ich mit dir nicht durchlesen? Und selbst dann? Du hättest einfach nur deinen 3-5er nochmal boosten müssen, dann wäre ich auch nicht mehr drüber gekommen mit meinem 3-5er Fusionsmonster. Ausgesetzt, dass ich rotäugige Fusion nochmal sehe, das war der Plan. Dass ich den dann hole. Naja.
muss mir da noch was zu trinken holen. Dann werde ich die Prinzenrolle hier weiter essen. Ah, ich guck mal, was passiert. Okay, du... Ja, du müsstest irgendeine Claudius-Hermus-Fusion machen eigentlich. Du kannst dich nicht an verdeckte Monster ausrüsten. Ich sehe. Nicht dumm von dir. Der muss jetzt erstmal reichen. Ja, sollte aber nicht gehen, weil es muss ja offen sein. Nice. Ein zweites Monster kriege ich auch noch. Im Nachhinein betrachtet wäre jetzt die Frage, hätte es mehr Sinn gemacht, den auszurüsten? Weißt du, was ich interessant finde? Ich hätte sogar verhindern können, dass er... Aber ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn er ausgerüstet hätte. Ich hätte ein Monster beschwören können. Eigentlich noch. Oh. Ich habe wieder die Karte, dass da bewaffneter Drache verdeckt ist. Den hättest du dann ausrüsten müssen. Also, der Verteidigung. Dann wäre der nicht mehr... Aber der hätte trotzdem wieder rüber rennen können, also, naja. Naja. Okay, der Mild hier. Holt sich hier... Ja, die kannst du den Zug jetzt aber nicht mehr benutzen. Trotzdem will ich sie haben. Man darf da, glaube ich, weder normeln noch... Ja. Okay, scheiße. Kannst du dich jetzt nicht entscheiden? Ja, der andere hat halt einen Effekt. Du gibst dem Schwert aber nur mal Krallen. Ja, ja, guck mal, das funktioniert. Knapp. Dann war es nicht mal einer mit Effekten. Hä? Was? Was? Ja, du weißt schon, du hast doch in dem Deck die ganzen Monster, mit denen du Leute zurückbekommst. Naja, suchen okay, kannst. Hier, den hättest du dich ausrüsten müssen. Das hätte ich eigentlich machen können. Naja, aber es war schlauer, das. Achso, du meinst, du hättest den Schnellzauber, dann wäre der da gewesen, ja, bevor genau. Die Karte sucht. Ja, stimmt. Hast jetzt wohl vergeigt. Aber ja, und ich bin froh, dass ich Drachenkrallen habe. Wären wir jetzt gleich stark. Ah, gut, du bist ja. Wahrscheinlich hättest du gar nicht crashen wollen. Ich kann sogar nochmal. Dann hätte ich 2, 3 davon. Oha! Ja, so schaut's aus. Easy, Mann. Die tun mir nichts. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal den da. Ich weiß echt nicht, warum der Auempfänger ist. Also sonst könnte man so krass weiter sinken damit, aber nein. Ja, genau. Entschuldige, das wollen sie ja wohl. Aber ich denke mir halt so, wo soll die Combo denn dann hinführen? Ja toll, jetzt habe ich die beiden auf dem Feld, aber wir sind beide nicht wirklich stark. Ja, 8 Sterne. So. Hast du keinen 8-Sterne-Synchro? Nicht in dem Deck. Was laberst du mit 8-Sterne-Synchro, hä? Achso, du meinst meinen 5er. Nee, ich hab 9 Sterne. Tja, blöd. Frag mich nicht, wie man. Vor allem, der würde sogar genau erreicht werden mit den beiden. Oh.
verarscht mich doch. Ey, egal, nix, was ich tue. Wie kann denn das sein, dass das NR-Deck hiergegen gewinnt die ganze Zeit? Mach ich was falsch oder ist das NR-Deck besser, als ich es in Erinnerung habe? So, kann ich let's nur einfach go. Mal ein paar ruhige Duelle und mich nicht jedes Mal wieder aufregen müssen? Ja, ist doch ruhig. Ey, ganz im Ernst, ab jetzt mache ich nur noch Mirror-Matchups mit dir. Dann weiß ich wenigstens, dass es an mir liegt und nicht am Deck. Ja. Ah, das heißt natürlich, wir können jetzt zerstört. Leider nicht mehr weiter duellieren, weil es keine übrigen Matchups mehr gibt zu einem. Was laberst du? Jetzt sei doch nicht immer so. Es gäbe sogar noch welche, wir haben Schwarzflügel sicher noch nicht gemacht. Und das zweite Spiralspeerstoß. Aber Eventdecks müssen wir jetzt die gleichen craften. Jetzt nerven wir nicht. Das heißt, jetzt kommt der. Der hat 3000, oder? Ja, sogar noch mehr. Ich darf den nur setzen. Oh Gott sei Dank. Kein Schrumpf. Ja, weil du nicht mehr beschwören darfst. Hey, wenn du es jetzt schaffst, dich an meinem gesetzten Monster zu leveln, ey. Hä? Wen soll ich denn leveln? Falls du den 5er nochmal bekommst und dann angreifst. Warum bist du denn auch Empfänger? Ein bisschen zu viele Empfänger hier. Freut mich. Das heißt, ich gewinne wohl eins. Vielleicht. Okay. Hat dein Ding irgendeine Protection oder so? Glaub nicht. Ah, du kriegst noch was, wenn er kaputt geht. Wenn ich einen normalen Monster im Friedhof hätte. Hä, hast du nicht eins? Da ist doch eins. Zwei sogar. Also selbst wenn du vom Grab gerufen hast, kannst du nur eins entsorgen. Ha. Soll ich das verdeckte Monster jetzt angreifen? Weiß ich nicht. Willst du mein Monster jetzt zerstören oder nicht? Hä, ja. Der ist so schnell noch nicht. Achso, ich dachte, du hättest bereits einen Effekt. Wie gehen die Monster im Deck aus? Aber ich schätze, für eine reicht's noch. Was? Ich darf den anderen nicht mehr nehmen. Ah, dann sind mir die Monster wohl doch ausgegangen. Definitiv, ich hatte nur noch den einen zu Hause. Naja. Kommt der Shiny? Kein Burn für dich. Na toll. Verarsch mich doch. Jetzt darf ich mein verdecktes Monster nicht mal mehr umdrehen. Wow. Willst du mich verarschen? Hat er jetzt den Friedhof nicht? Oh mein Gott. Hat meine rotäugige. Okay, warte. Nee, das ist mir dann. Dann habe ich. Ich bin auch etwas verwirrt. Die rotäugige Fusion hat ja vermutlich die Beschwörung geblockt. Ist wohl als Normal Summon. Oh mein Gott, stimmt. Stimmt, du darfst ja dann gar nichts mehr davon. Geil. Was war denn da überhaupt noch verdeckt? Ah, irgend so ein Ritter. Okay, irgend so ein Ritter. Ja, weiß nicht. Heißen die nicht alle Gierfried? Okay, okay, was ist denn das für eine Hand? Okay, da steht, du kannst ein normales Monster in deinem Friedhof wählen, beschwörer es als Spezialbeschwörer.
Ich hätte eigentlich gedacht, hat rotäugige Fusion alles geblockt? Es blockiert alle Beschwörungen, ja. Auch wenn ich nicht weiß, durftest du wirklich nicht flippen, weil ich dachte, das wäre was anderes. Durfte ich tatsächlich, habe ich dann gesehen, aber da war ich dann schon auf Aufgeben fokussiert. War der hier übrigens. Was heißt ja nicht umsonst Flip-Beschwörung. Und der hat nicht genug ATK gehabt, verglichen mit deinem Verteidigungs. Jetzt kreist du mich hier 2400 an. Aber passiert noch mehr. Ich kann jetzt meinen Drachen zerstören und eine deiner Bergerock-Karten zerstören. Ach so, du. Hä? Nee, warte, wie machst du ihn kaputt? Mit seinem Effekt? Ja, hätte ich. Ich sehe schon. Hat aber keinen Bock, das zu tun. Ich greife einfach mal an, okay. Ja. Es tut zwar ein bisschen weh, aber naja. Es wird, denke ich mal, schon. Ein rotes Auge im Friedhof. Und eine rotäugige Fusion auf der Hand. Okay, jetzt ziehen wir mal. Ja, du, irgendwie hast du nicht so viel ATK. Überlegst du jetzt, ob du fusionierst oder nicht? Oder? Mhm. Hä? Warte mal. Ich dachte, du willst. Ich dachte, du zerstörst das von mir. Anderer Effekt. Zweite Hälfte. Das eine geht nur direkt, wenn ich ihm ausrüste. Und das hier geht. Dann halt danach. Okay. Dann kannst du aber deine rotäugige Fusion jetzt nicht mehr machen, also. Hast dich jetzt darauf geeinloggt. Ich heb sie mir für schwere Zeiten auf. Und wenn du weniger Backrow hast. Also, hast Angst vor der Backrow? Ja, bist du auf einmal zum Villager geworden. Nee, das macht alles keinen Sinn. Was denn? Okay, mir bleibt keine andere Wahl. Ich habe so viel, was ich tun könnte, aber irgendwie nicht so ideal. Ich weiß nicht, was du möchtest. Du kriegst ein Monster auf die Hand, freu dich. Das heißt, dass du mich jetzt direkt angreifen lässt, einmal. Das kann ich jetzt irgendwie nicht verhindern, ja. Nehmen wir den. Ich muss aber hoffen, dass ich noch ein anderes Monster ziehe, sonst wird das nicht so gut.
Okay. Ich meine, ich hätte ja auch was spielen können, aber andererseits... Wer will das schon? Aber ich setze ihn jetzt mal. Okay. Du bist dran. Spiel jetzt, sag es kritisch. Nein. Nicht? Aber schauen wir doch. Ich weiß nicht. Meintest du, du konntest was in der Damage-Server aktivieren? Eine Handtrap, die Angriff, die Verteidigungswerte und so verändert, ist schon eher ungewöhnlich, muss ich sagen. Nee, ich habe überhaupt nichts gehabt. Ich habe nur Nein gesagt, weil ich wollte, dass es passiert. Ach so. Kackkarte, diese Uhr. Warum zieh ich die jetzt? Der Magier, der Zeit? Ich zieh mir was, indem ich die Shortkarte wegwerfe, die ich gezogen habe. Tja, das Begräbnis ist eigentlich keine schlechte Karte, aber okay. Ja, sehe ich ein. Aber sie nützt mir halt gerade, glaube ich. Ja, du hast nicht wirklich was Gutes auf dem Friedhof zu legen, das ist irgendwie die Sache. Dein Stein vielleicht, aber der aktiviert sich, glaube ich, erst im nächsten Zug, oder? Da ist er dann nicht sofort aktiv. Schwarzer Metalldrache. Ah ja. Oder eure Garetro-Drache. Scheiße! Kommt drauf an. Ja, es ist immer noch Battlefield. Ist der andere auch in Defense? Glaube nicht. Ich sehe es noch nicht. Na gut, das werde ich noch überleben. Aber wehtun tut es trotzdem. Und dann hätte ich gerne den da auf der Hand. Ach so, damit du es dann nochmal machen kannst. So einer bist du. Einmal pro Spielzug geht also nicht. Trotzdem glaube ich, dass ich jetzt gewonnen habe, außer du kannst mich fertig machen. Bevor ich rotäugige Fusion dazu nutze, die einfach Damage zu burnen. Also entweder wollte die sich vorhin aktivieren, ich habe es nicht gesehen, oder aus irgendeinem Grund konnte die sich nicht aktivieren in diesem... Weil das... Ja, wahrscheinlich zählt das noch als Damage-Step oder so, deswegen wahrscheinlich. Ah, cool, den kann ich... Den kann ich wahrscheinlich sogar noch aktivieren. Hm.
Ja, ich glaube, du bist mit deinem Monster, mit deinem Monster-Effekt irgendwie der leeren Fallengrube umgangen, weil sie ihn nicht aktiviert hat. Als Spezialbeschwörung. Keine Ahnung, Mann. Er kam aus dem Friedhof, glaube ich, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht, Mann, ich weiß nicht. Wie wär's denn, indem ich jetzt einfach mal das hier mache? Ich glaube, das Wald, weil das nach Zerstörung aktiviert wird, ist das, okay. Das noch... Offenbar habe ich noch genug im Deck, um das zu machen. Hä? Ja, klar. Naja, das Duell war ja... Ja. In diesem Duell habe ich die noch nicht benutzt. Ja, dann, schön. Immerhin eins gewonnen. Kann ich mit leben. Oder hast du Negate? Ah! Ja, perfekt. Annulliere die Effekte. Du verarscht mich doch. Als ob du jetzt ernsthaft. Ich habe aber gesagt, dass sie da liegt. Ja, ich wusste nicht, dass sie auch noch was annulliert. Ja, das. Gut, das ist damit. Achso, deswegen hat das nicht funktioniert, weil der Monster normal Monster ist und keine Effekte passiert sind. Deswegen hat das bei ihm da nicht hingehauen. Ein grimmiger Drache, dessen Angriff tödlich ist. Das darfst du doch gar nicht. Hä, warum nicht? Achso, die erlaubt das. Okay. Dachte, du kassierst den Damage zuerst. Bist du zerstörimmun oder so? Ja, Drachenkrallen, warum? Oh. Naja, okay, dann sterbe ich jetzt durch dich. Ah, so ein Pech. Übrigens, da lag dreimal der mystische Raumtaifun. Ah, okay. Hatte ich Angst. Du hast irgendwie nicht groß fallen gesetzt. Das stimmt. Gut, such dir ein anderes Deck aus. Ja, da. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.